ersten Team an. Der erste Team ist MyFetchLog. Die Idee von MyFetchLog war, eine Web- und Mobilapplikation für BG-Dating zu machen. Die Teilnehmer sind Tobias Schurk, Jan Eidel, Sebastian Höllinger und Martin Seidel. Und Technologien, die eingesetzt worden sind, waren Java, Android, Zen, jQuery und MySQL. Und ja, ihr könnt euch dann gerne mal hier vorne hinstellen. Er macht dann gleich die Moderation. Ich Handy aus. Gedacht, was immer ein Student, man will Leute kennenlernen, man will wissen, was gerade um sich herum los ist. Und deswegen haben wir eine geobasierte Suche, Biete, Veranstaltungsplattform aufgebaut. Und wenn man nun auf unsere Webseite geht, kann man einfach mal Veranstaltungen suchen. Das sieht dann direkt auf der Karte dargestellt, was so im Umkreis los ist. Zum Beispiel sucht jemand eine dicke Freundin oder jemand anderes sucht eine geräumige Wohnung. Man kann sagen, gut das finde ich toll, ich hätte eine geräumige Wohnung abzugeben, kann ihn kontaktieren, in dem Fall ist sie dann leider schon vergeben. Das war ein typisch Hackathon meines Zeit. Was natürlich das Problem ist, dass eine riesen Menge an Such- und Bieteranfragen, man will natürlich durchaus ein bisschen filtern. Wir haben zum Beispiel hier Tags aufgelistet, das Tag günstige. Das sucht einfach mal alles, was das Tag günstige hat. So, das sind jetzt alle Angebote in der Umgebung, die günstig sind, hoffentlich. Und das Ganze kann man natürlich auch auf dem Handy machen. Jan, läuft die Demo? Denn es kann natürlich auch sein, so ein Student, der ist viel unterwegs, man steht mitten in Karlsruhe, einem ist langweilig oder man hat Hunger. Und da kann man natürlich dann auch auf dem Handy suchen, wo es in der Umgebung irgendwelche Angebote gibt, irgendwas zu kaufen, irgendjemand hat Lust auf Party. Das ist aber das Tolle an unserem Tag-Ansatz. Man kann beliebige Tags vergeben, also beispielsweise Cocktails. Und wenn jemand irgendwo durch die Stadt läuft und sagt, hey, ich habe Lust auf Cocktails, sucht er einfach alle Angebote, die das Tag Cocktails haben und findet direkt Anlaufpartner, mit denen er am Abend feiern gehen kann. Genau, Sie sehen es auf der Karte dargestellt, prototypisch. Und ein weiterer Punkt ist auch noch, man will natürlich nicht nur in der Stadt unterwegs sein, Leute kennenlernen, irgendwo mit dem, was unternehmen könnte, sondern wir können auch Veranstaltungen erstellen, auch wieder über Text, werden genauso in der Karte dargestellt, beispielsweise sagen, ich hätte morgen Lust auf Lasagne und am Platz für 5 Leute, wer will denn kommen? Also auch sowas wäre möglich, sodass man im Wohnheim oder über mehrere WGs gemeinsam was erleben kann und Leute kennenlernt. Ja.